Der Fall von Peter Kneubühl beschäftigt die Behörden noch bis heute. Nicht nur sein Prozess ist öffentlich breit debattiert worden. Auch die Behörden mussten aufarbeiten, wie es dann zumal zu so einer Eskalation führen konnte und untersuchen, wie sie in Zukunft heikle Konflikte lösen müssen. Das war ein Fall, der schon länger verschiedenste Behörden beschäftigt hat. Und wenn alle Behörden damals alle Informationen, die bei anderen Behörden auch wären, vorhanden waren, hätte zur Verfügung gehabt, dann hätte man eine bessere Beurteilung der Lage vornehmen und wäre unter Umständen auch anders an das Problem hergegangen. Heute stellt sich die Frage, wer für die öffentliche Sicherheit verantwortlich ist. Der Werner Könitzer, dann zumal Regierungsstatthalter, hat die Ablehnung von Peter Hans Kneubühl gegenüber den Behörden von Anfang an mitbekommen. Seine Meinung hat sich in den letzten 10 Jahren nicht verändert. In dieser Situation hat die Polizei von mir den Auftrag gehabt, die Person anzuhalten und einen psychiatrischen Dienst vorzuführen, nicht mehr und nicht weniger. Also die Polizei ist nicht da, für solche Fälle dann noch ihren psychologischen Dienst noch vor Ort zu nehmen. Weil der Auftrag ist eigentlich klar, die Person anhalten und den Facharzt zuzuordnen. Der Bieler Regisseur Laurent Weiss hat sich für die Produktion von seinem Film «Peter K.» intensiv mit dem Fall beschäftigt. Aus seiner Sicht geht in Konfliktsituationen häufig ein ganz wichtiger Aspekt vergessen, wenn es darum geht, Eskalationen zu verhindern. Ja, ich glaube, der menschliche Aspekt geht schon verloren in der riesigen Bürokratie von jedem Land. Und das Individuum ist extrem fragil in unserer heutigen Gesellschaft. Es hat einfach keine Zeit mehr, für sich um alle zu kümmern, auch um Problemfälle nicht. Auch bei der Stadt Biel wird heute das Thema der öffentlichen Sicherheit differenziert betrachtet. Der soziale Aspekt ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus gekommen. Wenn man früher, wenn man von Sicherheit geredet hat, vor allem eben Polizei, Repression im Kopf hatte, ist es heute viel komplexer, viel subtiler. Man hat einen übergeordneten Begriff von Sicherheit, der alle Institutionen umfasst, die sich mit der Sicherheit beschaffen. Dazu gehört selbstverständlich immer noch als sehr wichtige die Polizei. Aber es gibt unterdessen auch andere Sicherheitsbehörden, Institutionen, die eine wichtige Rolle spielen in diesem Thema. Die Kantonspolizei Bern möchte über einen abgeschlossenen und vor Justiz beurteilten Fall keine Auskunft mehr geben. Sie verweist darauf, dass der Regierungsrat Anfang Jahr ein neues Konzept für das kantonale Bedrohungsmanagement hat genehmigt hat. Die neuen Abläufe sind verbindlich und sie sollen eine bessere Vernetzung der Behörden ermöglichen.